Liebe Baskets-Fans, was gibt es Tolleres als den Spieltag? Heute Abend ist es soweit. Im Halbfinale gegen Pina Kasiaka treten wir an, um ins Finale einzuziehen, was am Sonntag stattfindet. Wir sind perfekt darauf eingestellt. Wir wollen uns aber gleich nochmal mit jemandem unterhalten, der sich mit dem Thema Izmir ein bisschen besser auskennt. Seht selbst. Sebastian, für dich ist das Thema Izmir kein Unbekanntes. Du warst schon vor einigen Jahren hier mal aktiv. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Ich war allerdings schon einmal hier in Izmir. Es ist auch schon 9 Jahre her. Damals mit dem MBC aus Weißenfels waren wir auch hier um das Final Four. Damals der FIBA Europe Cup Men oder so. Also noch ein krummeren Namen als jetzt. Den haben wir hier gespielt und netterweise auch gewonnen. Damals allerdings in der anderen Halle, als wir heute spielen dürfen. Okay, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir natürlich hoffen, dieses Jahr zu wiederholen. Kannst du dich noch an irgendwas hier erinnern? Kommen dir hier irgendwelche Ecken gerade noch bekannt vor oder ist das bei so einer Stadt schwierig? Ich glaube, wenn ich aus dem Hotel gehen würde und zweimal abbiege, dann finde ich das Hotel nicht wieder. So schätze ich diese Stadt hier ein. Und insofern kann ich mich auch an relativ wenig erinnern von damals. Nur, dass wir halt tatsächlich jetzt in der anderen Halle spielen. Wir haben damals auch, glaube ich, komplett woanders gewohnt. Also es ist für mich natürlich auch eine ganz andere Situation, damals als Spieler, jetzt als Trainer. Das sind natürlich komplett andere Vorzeichen. Okay, du hast jetzt mittlerweile die Halle ja auch schon gesehen. Wir haben schon zweimal oder habt ihr dort trainiert. Wie schätzt du diese Halle ein? Sie ist bekannt als Hexenkessel und ein ganz schwieriger Ort. Jetzt spielen wir noch gegen das Heimteam. Wie schätzt du die Situation da ein? Angeblich werden 5000 Zuschauer da sein, gefühlt bestimmt mehr. Und die Halle ist sehr eng, sie ist kompakt gebaut. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es eine sehr laute Atmosphäre sein wird. Aber ich finde sowas immer sehr positiv. Ne? Auch wenn es ein Häckselkessel ist, muss man das einfach so annehmen und das Beste daraus machen. Und letzten Endes auch Spaß beim Spiel haben. Das ist sicherlich der Vorteil, den man als Spieler hat, wenn man dann auf dem Feld steht und diese tolle Atmosphäre vielleicht noch besser genießen kann als der Trainer. Okay, und jetzt mal Butter beim Döner. Wie schätzt du unsere Chancen hier ein, jetzt in diesem Spiel, in dem Halbfinale? Also ich denke, wir haben erstmal das Schwierigste losgezogen, indem wir bereits im Halbfinale gegen die Heimmannschaft antreten müssen. Das ist für sie sicherlich ein großer Vorteil, dass sie diese tollen Fans, diese tolle Atmosphäre verbreiten können, hinter sich wissen. Aber nichtsdestotrotz sind wir hierher gekommen, um den Pokal zu gewinnen. Und wenn es heißt, die Heimmannschaft im Halbfinale ausschalten zu müssen, dann ist das unsere heutige Aufgabe und ich hoffe, dass wir die meistern. Das hoffen wir natürlich auch, das hoffen wir natürlich auch. Es haben sich auch einige Fans auf den Weg gemacht, sind natürlich im geringeren Teil und vor allem jetzt in so einem Spiel, wo wir gegen die Heimmannschaft spielen, sind unsere Fans natürlich in der Unterzahl. Aber was sagst du zu dem Support der Fans? Wir haben gehört, etwa 50, 60 Leute sind wohl mit von der Partie. Also zum einen bin ich gespannt, ob man die 50 dann gegen die 5000 wahrnehmen wird. Aber nichtsdestotrotz finde ich es natürlich toll, dass sie überhaupt erstmal hier sind. Und ich gehe davon aus, dass sie tollen Basketball hier heute und auch am Wochenende sehen werden, weil es nun mal 4 sehr gute Mannschaften aus 4 Top-Ligen sind, die momentan alle Spitzenplätze in ihren jeweiligen Ligen einnehmen. Und insofern werden sie die Reise, denke ich, nicht bereuen. Okay, eine letzte Frage, die brennt unseren Fans unter den Nägeln. Im letzten Hauptrundenspiel haben Julius Jenkins und Konrad Wisocki nicht gespielt. Kann man da jetzt irgendwas zu sagen? Wie ist der Stand für das Spiel heute? Also ganz klar, beide sind heute im Kader, beide werden spielen. Es waren kleinere Verletzungen, die sie sich zugezogen haben. Julius zum Beispiel ist auf den Fuß getreten im letzten Heimspiel gegen Bonn. Also das ist nichts Gravierendes. Und ich denke also, dass wir, wenn wir mit dem kompletten Kader heute dann auch spielen können, wir alles in die Waagschale werfen können, werden und auch müssen, um dieses Spiel hier zu gewinnen. Das freut uns, das freut die Fans und wir wünschen euch viel Erfolg und viel Glück und wir hoffen, dass das nicht das letzte Interview hier in Izmir gewesen ist. Sebastian, mach's gut. Danke. Der Coach hat gesprochen. Wir brauchen eure komplette Unterstützung, um das Spiel heute zu gewinnen. Wir sind selber schon in der Halle gewesen, wir haben es gesehen, wenn man sich da auch nur im geringsten vorstellt, dass die Plätze da alle besetzt sind, der Hexenkessel, das wird keine einfache Aufgabe. Deswegen, auch wenn ihr diverseste Kilometer entfernt seid, drückt uns heute die Daumen. Das Spiel ist auch im Internet unter www.fibaeuro.com zu sehen, leider gegen kleines Entgelt, aber ich sag euch, das lohnt sich. Ansonsten drückt die Daumen, auch wenn ihr uns nicht sehen könnt, 19 Uhr deutscher Zeit wird das Spiel losgehen. Legt alles in die Waagschale, wir brauchen die Unterstützung und dann sehen wir uns hoffentlich im Finale wieder. Bis dann, ciao.